So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, beziehungsweise muss ich gleich drei Stück aufnehmen, angefangen mit diesem hier. Ich habe nämlich ein Paket bekommen vom Crazy O, der hier war und das mitgebracht hat, aber ich es nicht ausgepackt habe. Hahaha, das packe ich dann erst aus, wenn er wieder weg ist, also jetzt. Darum geht's heute aber nicht. Dann habe ich eins vom Hannes bekommen. Darum geht's heute aber nicht. Und dann habe ich hier gesehen, ich habe in letzter Zeit wieder Amazon bekommen. Ich habe aber, glaube ich, nur zwei Sachen bestellt. Und zwei andere Sachen müssten von der Wunschliste gewesen sein. Deswegen gucken wir jetzt mal rein, was da drin ist und von wem das auf jeden Fall ist. Angefangen hier mit dem Großen, denn bei dem Großen, ehrlicherweise muss ich sagen, das habe ich schon mal aufgemacht. Da war nämlich was drin, was ganz wichtig ist, um euch das zu zeigen. Das hier ist meine Fernbedienung von meinem Fernseher. Den habe ich jetzt schon 300 Jahre und bisher war alles super. Und letztens willst du umschalten, geht nichts mehr. Ich wusste nicht, woran es liegt. Batterien leer, neue Batterien gekauft, hin und her, lauter Gewurschtel, alles verkackt. Adi, die kannst du jetzt nehmen. Die brauche ich jetzt nämlich nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, du kaufst dir einfach über Amazon eine Universal-Fernbedienung und oh mein Gott, die sieht fast so aus wie meine, wenn ich mir das so anschaue, wenn ich mal vergleiche, die ist nur ein bisschen kleiner, ansonsten hat die fast genau die gleichen Tasten und die funktioniert wunderbar, hätte ich nie gedacht. Es gab ja immer so Multifunktions-Fernbedienungen, wo du dann deinen DVD-Player und deinen Receiver und deinen Fernseher und deine Musikanlage und deine PlayStation 5 alles bedienen konntest. Du musstest immer den Modus umstellen, du musstest immer reaktivieren, machen. Das war so, nichts hat funktioniert. Habe ich mal gesehen, habe ich nie gehabt. Aber hier Batterie rein, an, aus, laut, leiser, umschalten, fertig. Heftiges Teil, gönne ich, empfehle ich jedem. Habt ihr auch schon mal das gehabt, dass die Fernbedienung nicht mehr ging vom Fernseher, weil einfach der Sensor kaputt war? Habe ich noch nie erlebt, habe ich das erste Mal erlebt und jetzt weiß ich auch, wozu es solche Fernbedienungen gibt. Gleichzeitig haben wir hier drin Palm Springs. Ihr kennt ja alle und täglich grüßt das Murmeltier. Oder den Film mit dem, hat letztens schon einer in die Kommentare geschrieben, wie der heißt, wo sich halt alles wiederholt mit den Aliens. Und dann gibt es ja auch Happy Death Day, wo sich alles wiederholt mit dem Killer und so weiter. Jetzt komme ich wieder nicht auf den anderen Namen, wo der Tom Cruise mitmacht und dann, also das, ihr schreibt es wieder in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es ist. Und das ist auch so, Palm Springs, und muss wohl ein sehr, sehr guter, super Film sein, vom Robert Hoffmann empfohlen, bei dem gucke ich immer. Deswegen habe ich mir den jetzt mal besorgt. Kennt ihr Palm Springs? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den kennt. Ansonsten schmeißen wir das mal hier runter, legen das mal hier drauf und gucken mal, was wir hier drin haben im nächsten Paket. Da ist drin, oh, das sehe ich, da ist ein Zettel dabei. Das heißt, das ist ein Geschenk. Dann lasse ich es erstmal liegen, mach mal das hier auf. Da ist auch ein Zettel dabei, das ist auch ein Geschenk, lassen wir es erstmal liegen. Und nehme das hier, das sieht viel brutaler aus. Jetzt, was ist denn das hier auf? Wer hat denn das zugemacht? Da ist ja Klebstreifen drauf, das ist aber nicht professionell, Adi. Da ist innen drin einfach nochmal so. Das müsste der heftigste, brutalste Film der ganzen Welt sein. Aber das seht ihr gleich. Hoffe ich zumindest. Wenn wir den hier auspacken und hier rüber machen, müsste da jetzt eine Blu-ray drin sein mit einer schwarzen Hülle. Oh mein Gott. Guckt euch das an. I saw the devil. Rache ist ein tiefer Abgrund. Kennt ihr diesen Film? I saw the devil. In der Black Edition, Uncut-Version. Der Film ist so heftig, der Film ist so brutal, der ist so gestört. Der ist gleichzeitig aber auch so interessant und so spannend und so toll. Selten habe ich mal so einen Film gesehen, der mir so unter die Haut ging. Jetzt habe ich den einmal gehabt auf einer normalen Blu-ray. Und der war schon so brutal und schlimm und oh mein Gott. Und dann habe ich gemerkt, das ist die geschnittene Version. Und in der geschnittenen Version hast du so viel Blut und Leichen und Körperteile und alles Mögliche gesehen.
dass ich mir dachte, wie krass muss denn dann die ungeschnittene sein? Viele haben auch gesagt, die ungeschnittene kann man sich gar nicht angucken. Die geschnittene ist schon schlimm genug. Deswegen musste ich mir die bestellen. Hat 50 Euro gekostet, weil das eben die Black Edition Uncut-Version ist. Und das ist was ganz Besonderes. Ja, worin es da geht, das müsst ihr selbst herausfinden. Geht um einen Serienkiller. Der ist total crazy. I saw the devil. Wenn ihr den kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Den muss ich, weiß gar nicht, mit wem man sich sowas anguckt. Am besten beim ersten Date mit, wenn ihr, also ich nicht, aber ihr, wenn ihr da habt, dann geht mal hin und macht mal so. Dann haben wir hier Justice League von Zack Snyder. Und das hat den Hintergrund, ich habe gesehen, dass Justice League ganz neu auf Netflix war. Hab gedacht, ach komm, wieder so ein 3-Stunden-Film hier, irgendwas vom DC-Universum. Naja, guckst du den mal an. Und ich fand den so genial, ich fand den so gut gemacht. Ich fand den auch richtig brutal, spannend, toll, tolle Schauspieler, toll umgesetzt. Dass ich danach Bock hatte, mit meiner Mutter nochmal extra Man of Steel zu gucken und den Batman wie Superman. Man of Steel habe ich im Nachhinein für gar nicht so cool empfunden. Batman wie Superman war okay, aber nichts hat an Justice League rangereicht. Ich weiß nicht. Superheldenfilme gibt es ja auch wie Sand am Meer, hin und her, Marvel, DC. Aber Justice League war für mich ein Film, den ich auch einfach als Alleinstehenden einfach so gucken kann. Viel mit Emotionen dabei, viel Heroisches, alles und das fand ich sehr cool, also den hätte ich gerne in meiner Sammlung gehabt. Hab den deswegen auf meine Amazon-Wunschliste gepackt und hier steht auch drauf, ein Geschenk von Alba, ne? Ein Geschenk von Alba Giant, viel Spaß damit, habe schon lange nichts verschenkt und dachte, wird mal wieder Zeit. Peace out, Vorhaut, dein Alba von Alba Giant. Danke dafür. Habe übrigens mittlerweile wieder 2 neue Filme in die Wunschliste gepackt, weil ich mit Mama letztens im Rewe war und sie hat gesagt, ach, kennen wir den schon? Wollen wir den mitnehmen? Und ich, Mama, beruhig dich erstmal. Wir müssen erstmal das Katzenfutter holen. Ich pack den mal in die Wunschliste. Wenn den jemand bestellt, bestellt den jemand. Und wenn den keiner bestellt, wissen wir ja, wenn ich in die Liste gucke, was für coole Sachen es noch gibt oder die interessant sind, die man dann vielleicht sich noch irgendwann holen kann. Aber nicht im Rewe direkt spontan zugreifen, das macht man nicht. Das muss nicht sein. Und dann haben wir hier noch einen anderen, wo ich auch gar nicht weiß, was es ist. Da habe ich bei einem letzten Film, war ein Trailer davor von dem Film mit Eric Bana, The Dry, The Dry, die lügende Vergangenheit, The Dry. Der hat mal den Hulk gespielt, ne? Ein australischer Bestseller. Ja, scheint, angeblich soll das auch ein richtig guter Film sein und richtig spannend und richtig dope. Deswegen habe ich gedacht, packst du mal da rein, weil ich hasse es immer, wenn ich mir Filme kaufe und die sind dann gar nicht gut und dann habe ich dafür Geld bezahlt und dann ärgere ich mich. Wenn der aber geschenkt ist, dann ist ja egal, ob der Film gut ist oder schlecht ist. Und hier ein Geschenk. Oh, das sind jetzt 2 verschiedene. Bruder, guck dir das mal an. Ein Geschenk von Jakob Straub. Also ich hoffe, dass man das vorlesen kann. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Jakob Straub. Dankeschön. Das heißt einmal Albert Giant und einmal der Jakob. Vielen, vielen Dank natürlich. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute aus der Amazon-Wunschliste was bestellen. Ich habe auch da wieder jetzt Samyang-Nudeln reingepackt, weil die Samyang-Nudeln jetzt auch fast alle leer sind. Ich gar keine Samyang-Nudeln mehr habe. Deswegen aktualisiere ich das immer mal. Also wenn Weihnachten ist und mir jemand eine Freude machen will, der kann da gerne mal reingucken. Oder zum Geburtstag, ne? 16.07. Da könnt ihr mal reingucken, müsst ihr aber nicht. Mir freut es schon, wenn ihr die Videos guckt und wenn ihr mal einen netten Kommentar da lasst. Das ist also richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Da sind viele Stunden wieder am Start, wo man sich da genüsslich Filme reinziehen kann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.